Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wir sind hier irgendwo in Skyrim. Nee, wir sind hier bei kurz vor General Tullius und ja, mit dem reden wir gleich. Zuvor will ich nochmal kurz was loswerden und zwar werde ich den Zeitplan klein wenig ändern. Und zwar werde ich das so machen, dass die Folgen, die jetzt der Reihe nach allgemein immer täglich relativ viel hoch geladen wurden, das sind relativ viele. Wenn man sich das jetzt der Reihe nach anguckt, dann denkt man, oh, jeden Tag so zack, zack, zack. Das dauert deswegen schon ganz schön und das werde ich ein bisschen zurückschrauben, aber ich werde das so ändern, dass die Folgen, die ich dann hochlade, dass sie dann länger sind als vorher. Also dann nicht mehr so 20, also nicht mehr so allgemein so 20 Minuten, sondern eventuell mehr so die 30 Minuten. Als Entschädigung. Ja, aber dann, ja, weil ich muss das hier erstmal noch wunderbar teilen. Wie gesagt, weil sonst, ich habe immer das Gefühl, ja, vielleicht müsste die Subbox deiner Abonnenten ein bisschen zu sehr zu. Und, hier unten können wir die gleiche mal mitnehmen. Vielleicht müsste die Subbox deiner Abonnenten ein klein wenig zu sehr zu. Und, das will ich natürlich auch nicht, weil das kotzt mich meistens immer an, wenn dann jemand kommt und, okay, es ist meistens immer ziemlich interessant, aber wenn das dann so tausende von diesen Mini-Dingern sind, da sieht man ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr durch. Ja, und, da überlege ich mir dann mal eine schöne Schedule, wie ich das auch immer machen werde, keine Ahnung, ich werde es wahrscheinlich dann ungefähr so, alle halben Wochen haue ich mal so ein Part raus oder so, am Wochenende und am Mittwoch oder so. Kommt dann Skyrim und ja, das dürfte, also das ist jetzt nicht so, dass, das wird jetzt nicht irgendwie aufgehört oder so, das ist jetzt allgemein bloß, um eventuell einen besseren, Appeal zu bekommen, das. Und damit man nicht die ganze Zeit in der Subbox tausende von diesen Videos sieht, damit man eventuell ein bisschen mehr Rhythmus drin hat. Ja. So, dann reden wir mal mit dem guten General Tullius. Und mein Handy rollt mal wieder ein. Das sollte Ulfric etwas vorsichtiger machen, nicht wahr? Ja, das sollte es, vielleicht aber auch nicht. Jetzt, da wir Winterfeste eingenommen haben, kann ich dort einige Truppen stationieren. Ah, gleich dürfte es ausgehen. Gen Windhelm zu marschieren. Ich verlasse mich mittlerweile sehr auf euch. Mhm. Da ist es nur logisch, dass ihr in die höheren Offiziersränge aufsteigt. Hiermit sehr schön. Ich euch zum Legat. Yeah, ich bin Legat. Im Namen des Kaiserreichs und in meinem eigenen Namen, bitte nehmt dieses Geschenk und euren neuen Rang an. Meinen Glückwunsch. Immer wieder gern. Okay, und was jetzt? Ihr habt nicht viel Zeit, euch in euren Leistungen zu sonnen. Wir sammeln uns für unseren letzten Angriff auf Windhelm. Meldet euch bei unserem Lager in Ostmarsch. Ja, na gut, dann kümmern wir uns darum. Legat? Ja, und du bist irgendjemand anderes. Na gut. Jalmarsch ist eine wichtige Pufferzone zwischen den Rebellentruppen und der Hauptstadt. Ja, das ist jetzt aber sein Problem, ich meine. Na gut, was haben wir denn hier? Oberer Ostmarsch zurück, na super. Da hat mir irgendein Gegenstand gegeben, ich habe da nicht drauf geachtet, das ist jetzt ziemlich blöd. Er hat mir einmal ein Schwert gegeben, dann ein Schild, da dürfte ich jetzt irgend so einen Helm oder sowas bekommen haben, hä? Stahlschild, Zwergenrüstung, genau, die wird's gewesen sein. Ich hätte natürlich drauf achten sollen, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen besser gekommen. Aber naja, das ist jetzt ein kleines Problemchen. Und dieses Problemchen ist mal am besten lösen mit einem Wäldchen. So, jetzt kommt hier mein Wasser rein. Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Ja, wunderbar. Wenn die das zumindest erstmal fertig haben, dann
kümmere ich mich da um den Rest. So, ist jetzt erstmal diese Ostmarsch. Ja, wunderbar. Am Arsch der Welt. Und schon wieder dieser Wohlindrung hier. Sieht deswegen noch ziemlich interessant aus hier so von Weitem. Er sieht mehr so aus wie so ein, wie so ein, wie so eine Raupe. Kann man sich das vorstellen. Also so ein, das Maul von einer. Hätte man jetzt hier die Maus gesehen, dann würde man wissen, dass da so eine Raupe ist. Aber, na gut, wie gesagt. Aus wie so eine fette Raupe. Reden wir mal. Ohne. Ich hoffe mal, dass die anderen hier mich nicht anreden. Und diese Jaspisbären werde ich mir auch holen. Und diesen Mod hier mit Cheogorath werde ich auch nochmal ausprobieren. Ich hatte mir jetzt einfach nochmal übelstes Hotbox Skyrim zu spielen. Deshalb hatte ich die Mods noch nicht drauf gemacht. So. Der General und euer Ziel ist die feindliche Festung. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Okay. Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Ich denke mal schon. Ich weiß nicht, ich muss darüber nachdenken. Ja, okay, die Festung ist so gut wie unser. Ich auf euch zählen kann, Soldat. Wunderbar. Begonnen. Die Schlacht um Festung Amol. Ich hab das Gefühl, ich war da schon mal. So, wo ist denn jetzt A-Moll und B-Dur und C, hast du nicht gesehen? Ach nur, muss ich nach. Die ist ja echt am Arsch der Welt. Gefängnis, Festung A-Moll, hier. Das Lustige ist, man kann ja einfach so anfangen, dort reingehen und fertig ist. Man braucht ja mit niemandem dazu reden. Aber besser ist es, wenn man mit diesen Leuten sich eventuell nochmal zusammentrifft, weil die haben ja meistens immer noch ein paar Geschichten zu erzählen und allen möglichen Kleinkram. Und der Kampf macht dann eventuell einen Tick mehr Spaß. Was haben wir hier? Gescheitert. Schließ dich den Angreifern der Festung an. Eroberer Festung einmal, indem du die feindliche Streitmacht besiegst. Wieso ist das jetzt gescheitert? Das ist jetzt. Na gut, weil ich jetzt die Schnellreise hierhin gemacht habe. Das ist mir aber jetzt eigentlich scheißegal. So, ja, genau. Ich hatte ja hier noch irgendwo diesen Zauber. Jetzt die Frage: Dietricher Dolch. Dietricher, nee, das war hier nicht. Fokuswechsel. So. Wachschenball, Wundenheil, Band der Shadows, Blink, Torch, Lautlosigkeit, Unsichtbarkeit. Ha! Okay. Dann muss ich jetzt mal wieder nach diesem anderen schönen Zauber suchen. Da war doch hier irgendwo. Illusion. Ja, genau. Shadowrun nannte der sich. Ach nee, Moment mal. Den habe ich ja einfach so in meinen ganzen Favoriten drin, oder? Wo ist er denn? Hier ist er. Sehr schön. Na dann, geht los. Erster weg. Zweiter weg. Ja, ja, das ist so geil. Boah, diese Kamera ist echt schlimm. Okay, und nochmal. Und ich bin wieder hinter einem. Ach, ich komme da nicht mal ran. Das ist so geil. Ein bisschen Cheat ist es schon, aber es macht halt irgendwie Laune, das Ding auszuprobieren. Wow. Ich glaube, das war einer von uns. So, hätten wir das. Ich glaube, ich kill meine eigenen Leute. Das ist nicht gut. Oh, scheiße. Okay, das sollte ich eventuell doch lieber... Das sollte man vielleicht lieber unterbinden. Gut, dann probieren wir uns mal lieber auf die andere Art und Weise. So, das ist einer von den Gegnern. Den machen wir mal kaputt hier. Hallo. Der ist down. Ah ja, komm schon. Die wollen alle nicht so. Wow. Ja, na gut, die verschwinden auch alle drei nach. Wuhi, und du gehörst auch zu mir. Balabum. Einer weniger. Kümmern wir uns noch um die Treppen. Also ich glaube, Shadowrun kann ich nicht benutzen. Oder sagen wir mal anders, sollte ich nicht benutzen. Weil das ist deswegen doch ein bisschen OP und man sieht im Grunde genommen nichts. Ist halt ein fetziger Spruch. So für zwischendurch. Aber was das Spielgeschehen angeht, dadurch, dass man ja immer automatisch zu den Gegnern teleportiert wird, hat das ja dann nicht mehr so viel mit Skill oder allgemein so zu tun. Da ist es mir wirklich lieber, wenn ich das so auf die Art und mache, Art und Weise mache. Weil da muss man wenigstens A zielen und B weiß man genau, wo man ankommt, wenn man denn irgendwo ankommt. So, einer weniger. Wie viele fehlen denn jetzt eigentlich noch? Können es da jetzt eigentlich nicht mehr sein. So, noch einer weg.
Und ich bin genau hinter dir. Wunderschön. Das ist immer geil, wenn das so aus der Ego-Perspektive kommt. Das hat schon ein bisschen was. Oh, was ist denn mit dem? Gut, wieder einer weniger. Oh shit, das war gerade eben. Oh Gott, das ist so eine geile Funktion. Die werde ich noch ein bisschen weiter gebrauchen. A, weil ich Schleichen verbessern will. Und B, weil es einfach geil aussieht. So, wieder einer weniger. Ich glaube, wir haben gesagt 40%. Das bedeutet... jetzt hat es schon wieder irgendwas runtergesetzt. 32%. Ich habe 3 runtergehauen. 32%. Also müsste es pro Sturmmantel ungefähr... 2-3% geben oder sowas. Okay, ich habe jetzt einen. Ja, okay, das waren jetzt 5, aber die haben wahrscheinlich irgendeinen anderen noch gehabt. So, wo ist denn jetzt der Sturmmantel hin? Ah, stimmt, den gibt's ja auch noch. Und wieder einer. Vor allen Dingen hat die ja nichts gemacht. Die stand ja einfach nur da und, naja. Hat dann halt das Zeitliche gesegnet. So, kümmern wir uns mal jetzt noch um diese Zweihandschwinger. Deren Stock wirklich so lang ist, dass die mit beiden Händen... Okay, Gott, das ist ein Einhänder. Schön Schild. Ah, der schöne alte Schildkampf, der ist wirklich fetzig. Wenn man diesen Spruch hier eventuell noch kombinieren könnte, so dass man... das auf dem Schwert oder sowas drauf machen kann, auf dem Schild oder so drauf machen kann, das wäre cool. Jedes Mal, wenn man mit dem Schild nach vorne charge, kommt man direkt hinterm Gegner raus. Das wäre fetzig. Dann hier noch ein paar. Und dann da noch. Ja, und ich sollte mir es eventuell wirklich angewöhnen, mich vorher mit diesem Team da zusammenzuschließen. So, 0%. Ja, die kommen jetzt der Reihe nach alle weg. Den lassen wir einfach mal. Das wird schon. So, Oberer Astmarsch zurück. Haben wir gemacht. Ja, nu. Jetzt muss ich wieder zurück. Super. Aber jetzt haben wir hier noch irgendwo ein paar Feinde, oder? Ja, der rennt jetzt ganz schnell weg. Genauso wie da hinten. Wäre es eigentlich besser... Erstmal jetzt in die andere Richtung rennen. So, und jetzt können wir wenigstens die Schnellreisefunktion hoffentlich benutzen. Jap. La-di-da-di-du-di-du-du-di-du. Sieht das nicht schön aus? Die ganzen Masken. Die grüne Maske sieht mir eigentlich... Ja, ich hab's so ein bisschen mit den grünen Masken. Obwohl die so ein bisschen giftgrün ausschaut. Ein bisschen dunkelgrün wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt gewesen. So, also dann... Legant Rieke, wenn ich noch mal mit ihr sprechen könnte. Aber wir könnten mal zwischendurch speichern hier. Und los. Gute Arbeit. Ich wusste, dass ich mich in euch nicht getäuscht habe. Okay, neue Befehle. Trefft euch mit den Soldaten, die sich zum Angriff sammeln. Bewegung. Okay, dann kümmern wir uns darum. So, und sonst noch irgendwas? Trefft euch mit den Soldaten, die sich zum Angriff sammeln. So, lasst hier von General Tullius die Befehle geben. Puh, ja, das wird jetzt... was, Windhelm schon? Das wird jetzt sehr interessant. Das wird wirklich sehr interessant werden. Zwar herrscht in großen Teilen im Israel... Oh, jetzt kommt gerade so eine kühle Brise, die muss man genießen. Oh, Moment. Oh, es ist so warm einfach nur. Und außerdem hat dann nur noch so ein PC so eine extremste Wärmeausstrahlung im Verhältnis zu allen möglichen anderen Haushaltsgeräten. Und ja, der PC gehört zum Haushaltsgerät. Der Cadet wird nämlich... Okay. So, lass dir von General Tullius und hast du nicht gesehen. Direkt vor mir müsste es sein. Speichern wir mal. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Ladebereiche gehen schneller. Ich weiß jetzt nicht wieso, aber es ging wirklich äußerst fix gerade. Es kann natürlich auch an irgendwas anderem liegen, aber ich habe das Gefühl, es geht schneller auf alle Fälle. Bis auf diese Wohlentrunksache, die hat wirklich ein bisschen gedauert. Ja, schön. Es ist Zeit der Sturmmantel-Rebellion, den letzten Schlag zu versetzen. Okay. Wir haben alle tapfer gekämpft und viel dafür geopfert. Interessante Schilde. Hierher geschafft haben. Ist klar. Wow. Den Mauern seines
aber wir werden uns hineinkämpfen und ihn aus den Trümmern herausziehen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Da dies der letzte Kampf der Sturmmäntel ist, werden sie bis zum letzten Atemzug kämpfen. Okay. Unerbittlich und gerissen sein. Was war das denn für ein... Das ist doch kein Kampfschrei. Ja. Ich würde es mal... Der Kaiser wird die heutigen Ereignisse aufmerksam verfolgen. Wuhi. Der sich hier positiv hervortut. Ah, kurz vorm Abgrund. Also ich sozusagen. Wir hinterher. Für das Kaiserreich. Ein bisschen mehr Liebe in diese Rede wäre deswegen schon noch. Das kommt so abgelesen rüber. Aber na gut, das ist das Problem, wenn man englische Reden ins Deutsche übersetzen will. Das klappt selten gut. Oh, Moment, ich sollte mir eigentlich die Pläne geben. Vor allen Dingen, lass dir für General Tullius die Pläne geben. Was macht der? Der macht kurz eine Rede und schon geht's los. Es sei denn, diese Quest ist jetzt gerade gescheitert. Das wäre dann äußerst schade. Wow, wie sieht's denn hier aus? Das ist ja schlimm. Das ist ja echt schlimm. Hätte eventuell mal ein bisschen die Zeit ändern können. So. Damit wir wenigstens was sehen hier. Aber na gut, dann sehen wir eben nichts. Wie muss ich nur sagen? Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Ah, der gute alte Profi-Effekt. Kann man nicht einfach... Man hätte den ja auch so eine Art, ja... Ultimatum zur Kapitulation geben können oder so. Aber im Moment sind sowieso nur Soldaten hier draußen, von daher ist das kein großes Problem. Die armen Soldaten. Vor allem brauchst du ja auch noch das Glück und musst auf der richtigen Seite sein, ne? Das ist ja nicht so, dass du... wenn man das vorher wüsste... Aber man macht das ja meistens immer für die Überzeugung, gerade weil man nicht weiß, wie das ausgeht. Beziehungsweise, ja, wenn man keine andere Wahl hat oder was auch immer. Was deswegen doch sehr schade ist, wenn man sich die ganze Sache mal ein bisschen, ja, auf einem etwas anderen Niveau eventuell anschaut. Man kämpft ja nicht um des Kämpfes willen, man kämpft ja allgemein, damit man dann nicht mehr kämpfen muss. So, und wieder einer. Was man im Grunde genommen hier macht, ist, ja, leider nur seine Arbeit. So traurig, wie es klingt, es stimmt. Aber das Gute ist, wenn die ganze Zeit hier diese Sturmmäntel rankommen, dann kann ich die Reihe nach kaputt machen. Apropos, zwinge Ulfric Sturmmäntel sich zu ergeben. Okay, wo ist denn der jetzt eigentlich? Ja, der ist jetzt natürlich, ja, der ist natürlich nicht hier, ne, bei mir, der ist natürlich woanders. Wo muss ich denn hin? Also so viele Soldaten kann er eigentlich gar nicht haben. Ach Moment, wir machen das mal hier auf eine andere Art und Weise. Oh, das war der Heilung. Das wollte ich jetzt nicht. So. Dann stürmen wir mal zu den Sturmmänteln. Ich hoffe nur, man kommt hier vorbei. Sehr schön. Sesam, zerstöre dich, wie man inzwischen sagt. Ja, und dann gab es hier, glaube ich, noch irgendwo diese Barentia-Splitter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sein werden. Es waren auf alle Fälle ein paar. So, wo ist jetzt dieser Ulfric-Typ? Ich kann mich hier echt in Windhelm überhaupt nicht zusammen... Ja, durchfinden. Also, das ist so verwinkelt. Echt ein bisschen schade. Na gut, dann haben wir unsere lokale Karte. Ja, und wie wir sehen, sind wir falsch. Wenn wir einfach mal hier so vorbeijumpen. In der Hoffnung, dass wir ja irgendwo rauskommen, wo es weitergeht. Zum Beispiel hier. Ich könnte mich natürlich auch die ganze Zeit hier durchschleichen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber, ja, ab einem gewissen Punkt blockieren viel zu viele Soldaten den Weg. So, machen wir es mal hier auf die gute altmodische Art. Man hört es richtig scheppern hier.
wenn er das Feuer aufs Metall trifft. Okay, zweimal muss man es treffen und dann ist diese Barrikade immer kaputt. Aber ich bin irgendwie der Einzige, der es hier vorgeschafft hat, was sehr schade ist. Da muss ich hin, super. Es könnte natürlich auch der Ausgang sein, aber... Ich, Palast der Könige, genau. Plural vor allen Dingen. Nicht der des Amtierten, nein, auch der des Vorherigen und hast du nicht gesehen. Bereits geschehen. Ich habe das Gefühl, der wird mich gleich extremst anschreien. Ulfric Sturmmantel, ihr seid des Aufstandes, des Mordes an Bürgern des Kaiserreichs, der Ermordung von König Torek und des Verrats gegen das Kaiserreich für schuldig befunden. Es ist vorbei. Naja, aber wenn man sich das mal so ganz genau anhört, dann hat er ja nur Verbrechen gegen jemanden anderes begangen, zu dem der ja nicht gehört. Ja, von daher haben beide in gewisser Weise recht, ne? Trete zur Seite, Galma. Der eine ist im Auge des anderen jeweils schuldig. Ich werde Himmelsrand niemals in die Hand eines korrupten, sterbenden Kaiserreiches legen. Himmelsrand gehört euch nicht, Ulfric. Nein, aber ich gehöre ihm. Das ist doch mal schön gesagt. Ihr seid Verräter und werdet auch wie Verräter sterben. Ergebt euch und werdet öffentlich exekutiert oder tretet vor und werdet hier und jetzt durch meine Hand gerichtet. Das ja. Ist mir egal. Ich werde eure Köpfe Hohoho. Zurückschicken. Das ist ja krass. Worauf warten wir? Oh, geht's schon los? Schade. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal um den Guten. Ich mag den eigentlich. So. Gegen den habe ich ja im Grunde nichts. Oh, jetzt geht's los. Ihr verliert eine Menge Blut. Vielleicht solltet ihr euch kurz hinsetzen. Es ist eine übelste Suppe hier auf dem Thron. Ali, wie kann man denn bitte auf so einem Steinthron sitzen? Das ist da wegen. Das kann man noch nicht tun. Diesmal könnt ihr mir nicht entkommen. Okay, kurz speichern. Habt ihr noch einen letzten Wunsch, bevor ich euch dorthin schicke, wohin Leute wie ihr hingeht, wenn ihr sterbt? Gerade. Richtig. Und? Überlasst diese Aufgabe dem Drachenblut. Und wirklich? Daraus lässt sich ein besseres Lied dichten. Ich will die Sache über die Bühne bringen, das ist gut. Einen Schönheitspreis gewinnen. Okay, für heute habe ich genug getötet. Diese Genugtuung wird er nicht bekommen. Ihm mit Freuden um. Nein, diese Genugtuung wird er nicht bekommen. Ja, für heute ist es erstmal genug. Nun, ich bin selbst noch nicht damit fertig. Das ist ein sehr größeres Symbol, wenn man das so sieht, weil er ist ja Drachenblut und Direktor Nord. Ich bin ja im Grunde genommen nur wegen den Drachen hier. Wir müssen die Stadt diesem Freiwinter-Typ übergeben. Wohnwolf. Ja, ich habe Männer geschickt, die ihn beschützen und hierher bringen sollen. Windhelm wird unverzüglich eine Regierung brauchen, wenn wir weitere Gewalt verhindern wollen. Okay, aber das ist erstmal zweitens. Was hat er denn? Strecke Freiheit. Und Personenbeschrift kenne ich schon. Ulfrichs Armschienen, Ulfrichs Kleidung, Ulfrichs Stiefel. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass es hier zu weiteren Gewalttätigkeiten kommt. Oh, und Legard. Ja. Es war mir eine Ehre, euch an meiner Seite zu haben. Als Zeichen meiner Wertschätzung sollt ihr mein Schwert haben. Oh. Und jetzt bin immer wieder gern gehalten. Los geht's. So, was haben wir denn? Ein Dietrichs Schwert des Vampirs. Cool. Also haben wir zwei Schwerter von ihm bekommen. Einmal ein Dietrichs Schwert und einmal... Ein Schwert des Infernos. Der hat wirklich sehr gute Bewaffnung, muss man sagen. Ja, aber was hat mir der andere mal geklickt? Das wird wahrscheinlich die Zwergenrüstung gewesen sein. Und was mit dir? Legat? Würde es jetzt Frieden geben? Es gibt immer noch Leute, die sich Sturmmäntel nennen, die weiter gegen uns kämpfen und dem Land Elend bringen. Aber sie sind nur noch wenige.
Der gewöhnliche Bürger wird gerne wieder mit seiner Familie nach Hause in sein normales Leben zurückkehren. Und sie sollten es genießen, solange sie können. Ich nehme an, dass ganz Tamriel schon sehr bald wieder zu den Waffen gerufen wird. Ja, yep, das kann sein. Okay, welche Aufgabe erlege Regen, blablabla, wenn ich sonst noch etwas tue? Die Armee hat immer noch Arbeit vor sich, aber ihr könnt nach Belieben herumziehen. Oh, sehr schön. Dort draußen in der Welt werdet ihr wohl mehr Gutes für Himmelsrand tun können. Weise Worte. Wenn ihr dort draußen auf Militärlager der Sturmmäntel stoßt, erwarte ich von euch, dass ihr sie zerstört. Ach wirklich? Berichten zufolge verstecken sie sich in den Hügeln. Oh, schade. Das ist echt schade. Also gut. Na gut, dann schauen wir mal, was es vor den Toren des Palastes so ein schöner Ding gibt. Ulfric Sturmmäntel ist tot. Ah, ich kann gerade nichts anwählen. Dein Kopf wird nach jetzt. Rodeil geschickt, wo er in der Kaiserstadt eine Turmspitze der Stadtmauer schmücken wird. Oh. Dieser Tag soll eine letzte Warnung für diejenigen sein, die sich selbst immer noch Sturmmäntel nennen. Ah, das ist eventuell ein Tick zu harsch, oder? Ulf Freiwinter, einem ehrenwerten und gesetzestreuen Mann. Viele von euch werden in Windhelm bleiben, um dem Jarl dabei zu helfen, die Ordnung wiederherzustellen und die letzten rebellischen Brandherde auszulöschen, die hier noch schwelen könnten. Ja, ihr schwelt ziemlich viel. In eures beispielhaften Einsatzes verdopple ich euren Sold und die Entschädigungszahlen an die Witwen eurer gefallenen Kameraden. Ja, vor allen Dingen nur heute, ne? Nur weil heute, keine Ahnung, Sonntag ist. Euch alle, es lebe der Kaiser! Ja. Sonst noch irgendwas? Ich hasse es, Reden zu halten. War gar nicht so schlimm. Ich hoffe, wir haben nicht soeben einen Märtyrer erschaffen. Es wird garantiert Widerstand geben. Ich denke schon. Zahlreiche Lager der Sturmmäntel. Sie werden zweifelsohne zuschlagen, wann immer und wo immer sie können. Na klar. Aber wenn Ulfric sie nicht mehr aufstachelt, werden sie früher oder später aufhören und nach Hause zurückkehren. Ich hoffe, ihr habt recht, Legat. In der Zwischenzeit werden wir sie weiterhin aufspüren und ausmerzen. Ohne euch hätten wir das nicht schaffen können. Ja, man muss es eigentlich jetzt nicht übertreiben. Kommt, Recke. Es gibt immer noch viel zu tun. Der Krieg ist vorbei. Den muss man jetzt nicht mehr aktiv, sondern nur noch passiv betreiben. Manchmal frage ich mich, ob die Götter uns verlassen haben. So wie wir sie verlassen haben. Was ich tue, der General hat mich... Auch wenn ja, das hatte ich auch schon mal. Dies ist das Land meiner Geburt. Das Land, das mich okay, warte mal, wo haben wir denn eigentlich jetzt diesen... Wo ist denn jetzt der General hin? Verdammt, ey, ich finde den nicht mehr. Da. Weil... ein Gefangener der Festung, bla bla bla. Habt ihr eine Vorstellung davon, was ihr da verlangt? Ja. Das ist einfach nicht möglich. Das würde zu viele Probleme verursachen. Wird es jetzt Frieden geben? Die entschlossensten der restlichen Rebellen werden uns weiterhin zusetzen. Aber alles in allem wollen die Leute hier Frieden. Worüber ich mir allerdings nicht so sicher bin, ist der Frieden, den wir mit den Talmor geschlossen haben. Ah, na endlich. Aber das bleibt unter uns. In Ordnung? Ja, die Sache mit den Talmor, da kümmere ich mich drum. Kehrt ihr jetzt nach Cyrodiil zurück? Ich schätze, Himmelsrand wird für viele Jahre mein Zuhause sein. Ich kann zwar nicht gerade sagen, dass ich mich an diese verdammte Kälte gewöhnt hätte oder diese Nord verstehe, aber ich respektiere sie. Die Rauheit Himmelsrands nagt an einem, bis nur noch das wahre Ich übrig bleibt. Wie wahr, wie wahr. Kann ich sonst noch etwas tun? Ulfric ist tot und seine Armee zerschlagen. Ich könnte von euch kaum mehr verlangen. Aber ich glaube, die Götter könnten mit euch noch andere Pläne haben. Allerdings sorgen noch immer Sturmmäntel-Anhänger von versteckten Militärlagern in den Bergen für Unruhe. Solltet ihr ihnen begegnen, tötet sie. Mit etwas Glück wird sie bald der Mut verlassen und sie kehren zu ihren Familien zurück. Wenn nicht, sind wir gezwungen, sie auszuräuchern. Ja, mit ein bisschen Glück lässt sich das ja noch irgendwie drin. Das ist einfach nicht möglich. Schade, wieso kann ich das denn jetzt gerade nicht machen? Okay, wie kriege ich das jetzt hin mit diesem, das war's nicht. Ungeduld, nein. Was ist das? Ach so, oh, da muss ich doch dahin.
Das funktioniert nicht, diplomatische. Das ist die Hauptquest. Bringe die Steine bei Orencia wieder zurück. Es fehlen noch 5 Steine. Ich weiß nicht, wo die sind. So traurig. Finde einen Weg, um Thorald aus der Gefangenschaft der Talmor zu führen. Gut, er ist ja da hinten in dieser Festung Nordwacht. So, ja, wir speichern mal vorher. Schauen uns mal kurz sein ganzes Inventar an. Und ja, wie wir sehen, sehen wir nicht sehr viel. Gut, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, in Einsamkeit so einen Schriebs zu bekommen. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass man, wenn man diese Quest nun beendet hat, diese, ja, Bürgerkriegsquest oder was auch immer das ist, dass es jetzt erstmal zu Ende ist, ja, und dann kann man einfach so zu den Talmor, aber... Na gut, so einfach lässt sich das da wahrscheinlich doch nicht lösen. Das habe ich denn eigentlich gerade in den Händen? Das ist ein ganz anderes Bild gerade. Wie viel habe ich eigentlich gerade im... Ja, 667. Okay, alles noch im Bereich des Möglichen. Ja. Das ist immer geil. Einfach nur Tab drücken und die Sache ist gegessen. Das ist das typische... Ja, okay. Ja, ich bin Drachenblut-Joker. So, also dann, das ist ein Entwendung kaiserlicher Soldat. Okay, ich bin auch legal. Also genau das, was er kann. So, was hat der denn? Kaiserliche Bogen, da. Alles ist heu. Außer Dämmerstern. Was ist denn ein Dämmerstern? Habe ich da was verpasst? Wieso ist Dämmerstern die einzige blaue Flagge? Kleiner Augenblick mal. Das will ich jetzt erstmal ergründen hier. Ist hier eigentlich jemand da? Ja, Lega Andorike ist wieder da. Ich kämpfe nicht für den Ruhm des Kaiserreichs und ergötze mich nicht am Tod meiner Leute. Ich kämpfe, um meiner Heimat Frieden und Ordnung zu bringen. So ist's recht. Was haben wir denn hier drin? Dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Naja, selbst wenn es die Not wären, dann würden die das ja fernhalten. Es sind gerade die, die sind, und wenn es die nicht sind, dann ist es jemand anders. Von daher. Das Einzige, was aber günstig an der Sache ist, dass es das Kaiserreich ist, ist, dass die in guter diplomatischer Absicht miteinander hantieren können und nicht so wie bei den Nord ein bisschen zu aggressiv von Zeit zu Zeit. Gerade das ist es doch, was es ausmacht. Wunderbare diplomatische Verhältnisse. Und ab einem gewissen Punkt ist das eh alles einheitsbrei, von daher. So, wo... Dämmerstern. Warum ausgerechnet den Dämmerstern? Wie viel Leute gefährt nach Arbeit, bla 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 und so weiter und so fort. Ey. So, Dämmerstern. Wir stehen hier in der Kälte, als Brüder. Erwärmt vom Wissen, dass wir für die Rechte jedes freien Bürgers des Kaisers. Karte aktualisiert, okay. Hm? Ja, wir haben wirklich eigentlich alles, theoretisch. Los doch. Das raus hier. Blöde ist wirklich, ja. Den Talmor. Tut mir leid, das ist einfach nicht möglich. Dass ich den Talmor nicht einfach so rauslassen kann. Schön wäre, wenn ich irgend so ein... Hier ist eine Papierrolle, hier ist eine Schreibfeder. Tintenfass. Schön wäre, wenn hier irgendwo so eine Art Schriebs wäre oder so. Keine Ahnung, wie das Ding sich kleiner mal nennt. Nee, das ist nicht. Nee, auch nicht. Hinstehlen, vermisst. Ja, vermisst. Nachdem ich überzeugt war, bla bla bla, und Beweis dafür gefunden habe, dass Thorald bla 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 am Leben ist, habe ich angeboten, ihn selbst aus Verhältnissen, um unnötiges Blutvergießen auf beiden Seiten zu verhindern. Finde einen Weg und so weiter. Der General erwartet so viel Erfolg mit so wenig Mitteln. Ja, wo bekomme ich jetzt mal... Hier sind einfach nur die Wachen von Einsamkeit. Das sind jetzt Hauptmann Eldes. Ja. Ja, der gehört natürlich zur Armee. Okay, hier ist die Kirche. Die brauchen wir nicht. Wie krieg ich so ein Sinnschreiben?
Obwohl, Moment, ich bin jetzt eigentlich Legat. Ich habe jetzt eine gewisse Position. Und eigentlich müsste das funktionieren. Es sei denn, ich müsste irgendwie... Ich habe ja auch das Schwert des Kommandanten. Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Was für ein... So, ich speichere jetzt einfach mal und dann reisen wir mal zur Festung Nordwacht. Wo ist sie denn? Hier, Festung Nordwacht. Ich hoffe jetzt einfach nur, wir fangen jetzt aus Versehen nicht den Kampf an, sondern kommen etwas außerhalb der Festung Nordwacht raus. Gerade so weit, dass es klappt. Gott, ey, hoffentlich. Okay, wir bleiben mal hier vorne. Im Moment sind es noch keine aggressiven Zauber. Halt! Ich bin wegen Thorak Graumähne hier. Selbst wenn wir einen Gefangenen mit diesem Namen hätten, könnte er nur entlassen werden, wenn uns dafür ein Befehl der kaiserlichen Armee vorliegt. Und jetzt solltet ihr euch umdrehen und auf dem gleichen Weg wieder gehen, den ihr gekommen seid. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problemchen hier. Wie bekomme ich einen Befehl der kaiserlichen Armee? Also wie gesagt, Dämmerstern ist noch nicht ganz unter unserer Kontrolle. Das heißt, schauen wir uns das Ganze mal an. Hier muss ja irgendwo ein bisschen Dämmerstern fehlen. Normalerweise müsste ja die ganze Karte als... Haben ja gesagt, die sind auch hinter den Bergen und alles. Ich habe gerade einen Drachen gehört. Aha, wunderbar. Ich wusste es doch. Ich hab's so... Wenn es um Drachen geht, dann bin ich echt hier... mich wie ein Lux. Das Problem ist wirklich, den zu treffen. Ja, Frostdrache. Sehr schön. Ich hoffe mal, der dreht um und landet irgendwo hier oben. Das wäre echt wunderschön. Das letzte Mal stand er, glaube ich, hier drauf. Ah. Ja, wunderbar. So muss es sein. Ah, das Blöde ist, dass jedes Mal wegfliegt. Aber jetzt haben wir ihn schon mal bei der Hälfte der Energie. Das erste Mal, als ich so einen Frostdrachen... Oh. ...bekämpft habe, da hatte ich extremste Probleme gehabt, weil ich das Vieh einfach nicht totkriegen konnte. Aus unmöglichen Gründen war der, glaube ich... Ach nee, da hat gespien, Feuer gespien. Mehr als wie die anderen Feuerdrachen. Beziehungsweise war ich einfach nur viel zu nah an dem dran. So, kommt er jetzt endlich mal wieder. Sehr recht äußerst schön. Wo ist er denn? Ja, natürlich terrorisiert er jetzt einfach so die Stadt. Das ist nicht cool. So, da soll man hier wieder runterkommen. Ach, das ist doch einfach nur beschissen. Oh, da ist er. Ah, nee, Moment. Wir wollen mal hier nicht, dass irgendjemand aus Versehen gekillt wird. Deshalb machen wir das mal lieber. Oh, jetzt kommt ein schöner Killing-Move. Und das ohne Bäume in der Nähe. Sehr schön.